Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute, wie ihr wunderschöne Cupcakes machen könnt, die verschiedenen Cremes, die es dafür gibt, dann welche Tüllen es gibt und am Ende auch noch Deko-Ideen. Also los geht's. Wir fangen an mit den verschiedenen Cremes, die es gibt. Ich erkläre jetzt nur die Cremes, die ich persönlich auch verwende und die ihr auch auf meinem Kanal findet. Also die Frischkäsecreme ist das einmal, dann die deutsche Buttercreme und die amerikanische Buttercreme. Und dann verwende ich hier einfach so einen Spritzbeutel und eine normale Sternhülle, um euch das einmal zu zeigen, die verschiedenen Unterschiede bei den Cremes. Ihr könnt den Spritzbeutel entweder in einer Hand einfach halten und dann die Creme mit der anderen Hand reinfüllen. Oder wenn euch das nicht so recht ist, dann könnt ihr auch einen kleinen Eimer oder eine Schüssel oder ein Glas oder so nehmen und da den Spritzbeutel reinmachen und einmal umklappen. Dann habt ihr zwei Hände frei, um die Creme reinzufüllen. Nummer 1 ist die Frischkäsecreme. Die ist einfach von Natur aus halt ein bisschen weicher. Und der große Nachteil der Frischkäsecreme ist, dass sie nicht fest wird. Nicht richtig fest wird. Also schon ein bisschen, wenn die jetzt gekühlt wird, aber nicht super, super fest wie eine Buttercreme. Und damit kann man für die Cupcakes auch ruhig ein Topping spritzen. Aber nur, dass euch ein bisschen bewusst ist, dass die halt nicht so feste wird und dass es eventuell nicht ganz so saubere Ränder gibt. Wenn ihr euren Spritzbeutel gefüllt habt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr den schön fest so zudreht und dann zwischen Daumen und Zeigefinger, da wo es gedreht ist, einklemmen und festhalten. Und mit der Hand drückt ihr dann auch am Ende. Gut, dann setzt ihr unten einmal an. Leicht Druck drauf geben, einmal einen Kreis drehen. Ich mache jetzt einfach nur eine ganz normale Rosette. Und am Ende den Druck wegnehmen, also nicht mehr drücken und dann eine relativ zügige Bewegung machen und nach oben wegziehen. Nummer 2 ist die amerikanische Buttercreme. Die Rezepte und so weiter verlinke ich euch alles in der Infobox. Also die Links zu den Videos, wo ich das alles schon mal erklärt habe und gezeigt habe. Genau, und ich wiederhole jetzt einfach genau das Gleiche, was ich eben gemacht habe. Eine Rosette spritzen und dann kommt noch die Nummer 3, die deutsche Buttercreme. Die deutsche Buttercreme finde ich perfekt für Cupcakes, deswegen verwende ich die hier auch in dem Video gleich, weil die einfach super gut schmeckt, aber die wird auch schön fest. Also wenn euch die zu weich ist oder so, könnt ihr die auch nochmal in den Kühlschrank stellen und nochmal aufschlagen. Also die sollte schon relativ feste sein, wenn ihr spritzt. Und dann, wenn ihr sie in den Kühlschrank macht, dann bleibt die genauso. Also dann wird die halt genauso fest, wie ihr es gespritzt habt. Hier habe ich jetzt nochmal im Vergleich alle drei Rosetten. Also bei der Frischkäsecreme, ihr seht, dass die ein bisschen schon nach unten gesackt ist, weil die halt einfach ein bisschen weicher ist. Dann amerikanische und deutsche Buttercreme sehen eigentlich genau gleich aus. Finde ich, lassen sich auch gleich gut damit arbeiten. Bei der amerikanischen, wie gesagt, die ist halt von Natur aus ein bisschen weißer, die deutsche ist ein bisschen gelblicher. Passend zur Saison dachte ich mir, färbe ich die Buttercreme einmal in einem Rostorange ein und einem beigebraun. Hier, das sind einmal alle Tüllen, die ich gerne verwende für Cupcakes. Das sind eigentlich nur verschiedene Größen, Formen von Sterntüllen. Manche auch ein bisschen weiter geschlossen, manche ein bisschen mehr geöffnet. Dann Lochtüllen benutze ich und so eine für Blütenblätter. Die verschiedenen Tüllen habe ich hier durchnummeriert und die findet ihr alle unten in der Infobox, sind verlinkt, wo ich die her habe. So, wir beginnen mit meiner Lieblingstülle. Das ist eine relativ kleine Sterntülle, die kennt ihr bestimmt, die heißt 1M von Wilton, glaube ich. Damit kann man wirklich eine super schöne Rosette spritzen. Und wichtig dabei ist eigentlich nur, dass ihr, wie gesagt, der Druck hinten einmal, ihr fangt in der Mitte an, macht einen Kreis und dann geht ihr nochmal drum, macht nochmal einen Kreis, so dass der Cupcake halt schön bedeckt ist. Tülle Nummer 2 ist auch eine Sterntülle, die hat ein paar mehr Zacken und die ist auch ein bisschen geschlossen. Ich zeige euch einfach mal, wie verschiedene Rosetten mit verschiedenen Sterntüllen aussehen. So, jetzt zeige ich euch was richtig cooles. Das ist auch gar nicht so schwer, wie man denkt. Dafür braucht ihr hier so ein Blütenblatt Tülle. Und dann beginnt ihr die breitere Seite
unten an den Cupcake und die schmalere Seite nach oben. Und macht einfach einmal einen kleinen Kreis, wie ihr es hier seht. Und dann geht es weiter, indem ihr einzelne Blätter dann da drum spritzt. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu beachten, außer dass, wie ihr die Tülle haltet. Also entweder ihr stellt euch den Cupcake an den Tischrand und dann könnt ihr ein bisschen weiter runter auch gehen oder ihr nehmt den in die Hand. Weil wenn ihr natürlich weiter von oben ansetzt, dann sind die Blätter eher mehr ein bisschen nach innen, also mehr so geschlossen. Und wenn ihr weiter nach außen ansetzt, dann sind die Blätter halt ein bisschen weiter geöffnet. Hier einmal eine ganz klassische Sterntülle. Damit mache ich auch gerne eine normale Rosette. Oder was ich euch zeige, sind so drei kleinere Rosetten auf einen Cupcake. Dann könnt ihr natürlich auch die zwei Farben und verschiedene Spritztechniken und die Tüllen kombinieren. Da gibt es super, super viele Varianten. Ich zeige euch jetzt mal ein paar. Und die erste ist mit einer ziemlich kleinen Sterntülle, dass ihr einmal am Rand nach innen entlang geht. Und dann gehe ich mit der Sterntülle der klassischen von eben einmal oben drüber und mache eine kleine Rosette drauf. Was auch ziemlich cool ist, ist, wenn ihr einfach mit der Tülle, egal jetzt mit welcher, so eine Zackenbewegung macht, entweder über den ganzen Cupcake oder nur über eine Hälfte und die andere Hälfte dann mit Rosetten oder Tupfen oder was weiß ich verziert. Mit der Lochtülle könnt ihr so eine Art Wolkendesign machen, also einfach einzelne kleine Tupfen verteilen, so wie es euch gefällt. Anstatt der einzelnen Rosetten könnt ihr auch einfach so eine kreisende Bewegung machen und so drei Umdrehungen machen. Und dann sieht das so aus mit zwei verschiedenen Sterntüllen, diese kreisenden Bewegungen. Dann gibt es noch eine andere Technik, die geht so, dass ihr ansetzt, ein bisschen nach hinten geht, dann nach vorne zieht und runter aufhört zu drücken und dann wegzieht. Noch leichter, wenn ihr das mit den Rosetten noch nicht so könnt, könnt ihr auch einfach Tupfen drauf machen. Also egal auch mit welcher Tülle, sieht eigentlich immer schön aus. Damit ihr seht, wie das Ganze dann fertig aussehen kann, habe ich mal meine Favoriten zusammengestellt. Ich persönlich würde euch empfehlen, wenn ihr entweder eine 6er oder 12er Cupcake-Box habt, dass ihr drei verschiedene Designs macht. Noch ein kleiner Tipp dabei. Eigentlich mache ich es auch immer so, dass ich die Cupcakes erst reinstelle und dann das Topping drauf mache, weil das war ein bisschen schwer mit der ganzen Creme, die da reinzukriegen am Ende. Ui. Zum Schluss zeige ich euch verschiedene Dekomöglichkeiten. Ich finde eigentlich essbare Perlen am schönsten. Da gibt es alle Größen, Formen, Farben, wie auch immer. Dann könnt ihr sowas verwenden wie essbare Blüten, größere, kleinere. Finde ich auch sehr schön. Manche sind getrocknet, manche auch nicht. Dann Blattgold, Blattsilber, Bronze, Pink habe ich zum Beispiel da. Da auf jeden Fall erst die Cupcakes kalt werden lassen und dann das Blattgold drauf machen. Nicht direkt, weil sonst macht ihr euch das Topping kaputt. Was ich auch super cool finde, sind diese kleinen Silikonformen hier. Da könnt ihr irgendwie mit Fondant oder Blütenpaste so kleine Themenfiguren machen. Selbstgemachte Macarons finde ich auch sehr cool. Süßigkeiten sind vor allem bei Kindern sehr beliebt und ist halt auch relativ wenig Arbeit. Und dann zum Schluss noch so kleine Charm Cake Topper. Also da müsst ihr wirklich darauf achten, dass sie klein sind, dass die nicht größer sind wie das Topping, eher ein Ticken kleiner. Genau, ich verziere jetzt noch meine Cupcakes einmal mit goldenen Perlen. Ich finde, das passt sehr gut zu den Farben und dann zeige ich euch nochmal das Endergebnis. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was euch am besten gefallen hat von den verschiedenen Designs und ich bin gespannt, wenn ihr es ausprobiert und mir euer Feedback da lasst. Das war's schon wieder mit dem Video und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Tschüss!